Pontiac Trans Am, der 5,0 Liter mit Targa-Dach. Eine 5-Plätzer-Limousine, Automat. Das war so das Kultstatus der 80er Jahre, der also geschafft hat, sich einen Trans Am zu leisten. Der war halt schon überall in aller Munde und alle hatten den gekannt und der hat natürlich dann auch vom Sound her gut getönt. Das ist so ein Auto der amerikanischen Sportklasse. Cool zum Fahren, zum Driven. Man kann mit dem Auto einfach gemütlich cruisen. Die Landstraße, Route 66. Aber es hat schon aus der Neuzeit. Aber es ist schön verarbeitet. Es ist wirklich ein schönes Auto. Und die Sitze sehen sehr bequem aus. Eine lange Motorhaube. Und man hat da drin ein Fahrgefühl, als würde man schweben. Weil es ist sehr ruhig. Und es ist ein toll verarbeitetes Auto.